Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zur nächsten Folge von Fuchs und Zicklein zocken Green Hell. Ihr seht schon, wir hatten ja in der letzten Folge, da könnt ihr euch ja vielleicht noch daran erinnern, eine ganze Menge angefangen. Das wollen wir natürlich jetzt in dieser Folge zu Ende bringen. Und zusätzlich werden wir jetzt ein bisschen mehr rumprobieren noch. Es geht insbesondere darum, wie wir Nahrungsmittel aufbereiten Es können, regnet schon wieder. wie wir... Jetzt hat sie mich verwirrt. Wie wir zum Beispiel uns mal einen Tee kochen können. Oder überhaupt erstmal Wasser abkochen können. Ob das überhaupt geht. Das wird übrigens speziell die Aufgabe von Helzig. War ja klar. Was sie bis jetzt noch nicht wusste. Ja, danke. So, ich muss aber gucken, ob ich noch was zu essen habe. Ich habe so viel vergammelte Sachen. Wie schön. Essen, ja. Oh, Ja. geht ja noch. Das geht, ja. Ich muss mir ein paar Fische fangen. Ich habe gerade einen rausgeholt. Das freut mich. Aus der Falle. Ja, aus der Das ist großen. typisch. Die macht sich immer den, nimmt immer den einfachsten Weg. Sag mal, so wie ich. Was, so wie ich? So wie ich, nicht so wie du. Warte mal. Moment, Moment, da fällt mir was ein. Warte mal, ich wollte doch. Wir haben noch ein Beet fertig. Da muss jetzt was rein. Was muss da rein? Muss da jetzt schon Dünger rein? Nee, ne? Erstmal Samen. Habe ich Samen? Ich hatte doch irgendwo Samen. Irgendeinen Samen hatte ich schon, als ich den noch haben Ich habe durfte. zwei Bananensamen. Bananensamen und Tierexkremente. Ich habe einen Bananensamen, ich bin der Erste. So. Oh ja, die Tierexkremente funktionieren. Als Dünger? 100% Dünger. Wow. Duration 93%, alles super, das läuft. Dann, Wow. ich, wie gesagt, muss mir mal ganz kurz was zu essen fangen. Hatten wir nicht irgendwo noch einen langen Stock gebraucht? Wir brauchen ständig irgendwo lange Stöcke. Hier sind Steine, die nehme ich mal eben noch auseinander. Kann man mal Nee, gebrauchen. allen anscheinend nicht. Dann lege ich mal hier vorne hin. Feuer war ja fertig, ne? Ja, das brannte ja Ja, schon. ja. Ist das eigentlich aufgefüllt schon? Ach, was Ich man hier habe noch alles. mal nachgefüllt, ja. Was man hier alles denken muss. Deswegen ist das auch nicht so einfach, dass wir mal eben einfach eine Tour machen und losziehen und irgendwas, weiß ich nicht, töten oder so. Hier geht es tatsächlich eher darum, zu überleben. Ich hoffe, das ist euch deshalb nicht zu langweilig. Hatte doch noch einen Speer. Das ist der zweite Speer. Da ist er. Wo ist der andere Fisch? Da. Großes Fisch. So, zwei großes Fisch. Gucken, ob ich die auch. Zwei was? Großes Fisch. Großes Fisch, alles Großes klar. Fisch. Ja. Okay. Du auch? Ja. Und ja, das war klar. Das war so klar. Wenn ich schon mal plane, etwas mehr rauszuholen, habe ich wieder keinen Platz mehr. Hast du beide Fallen leer gemacht? Nö. War mir klar. Warum ich da frage? Warum ich da frage? Wo ist denn? Na nu, ich habe da einen Fisch rausgeholt. Willst du mich veralbern? Ja, will mich veralbern. Er mag dich Wir nicht. brauchen ganz dringend Kisten. Aber Dann? sowas von ganz dringend. Ja. Ja. Ja, ich mache ja schon. Nein, so war das nicht gemeint. Ich tue ja schon. Aber ich kann nicht mal mehr einen Fisch aus dem Wasser holen, weil ich keinen Platz im Beck habe. Ich kann doch nicht alles auf den Boden schmeißen, oder? Ach, scheiße, ich schmeiße es mal ein bisschen was auf den Boden. Jetzt habe ich die Steine rausgeholt. Ich habe was schon. Lagerkiste. Dafür brauchen wir erstmal einen Lehmmischer. Oh Wo ja, oh legen wir den ja. hin? Wie weit die Lehmische? Ja. Naja, am besten irgendwo, wo man auch Lehm bekommt, ne? Das bekommst du aus dem Wasser. Ja, immer? Ja. Überall? Ja. Da bist du sicher? Ja. Dann kannst du doch hier, vielleicht hier so am Rand. Weiß nicht, oder da drüben am Rand, vielleicht sogar noch besser, hier bei den Büschen. Die nehmen wir weg und dann stellen wir die hin. Ich muss bloß ganz kurz die Fische rausholen aus dem Wasser, sonst sind die weg. Glaube ich jedenfalls. Wenn ich sie überhaupt finde. Ach hey. Toter Fisch schwimmt nicht oben. Das ist doof. Toter Fisch ist weg. Habe ich das Gefühl. Ich muss neue Fische fangen. Was ein Ärger. Und das waren so schöne große Fische. Lass mal Luft holen. Sonst sterbe ich hier noch an Luftmangel. Das muss ja nicht sein. So, wieder auf meinen Baumstamm zurück. Toll. Und jetzt sind nur noch die kleinen Fische da. War ja klar. Na gut, muss es ein kleiner sein. Aber bin ich. Die sind aber flink. Ah, ich hab's geahnt. So. Hey. Warst du das? Was? Nee, wieso? Nicht. Die trifft man wieder nicht, die kleinen Dinger.
Aber meine einen, zwei. Was? Lehmmische. Zwei werden wir brauchen, nehme ich mal an. Ich muss erstmal meinen Speer wiederfinden. Irgendwie verschwindet hier alles heute. Fisch ist weg, Speer ist weg. Aber der ist doch hier gewesen. Auftauchen muss ich auch schon wieder. Gibt es hier eigentlich Atemmasken? Ich glaube nicht. Ich auch nicht. Ich glaube es auch. Aber ich habe doch meinen Speer hier. Liebe es ja, wenn Sachen realistisch sind. Das hier ist auch sehr schön realistisch. Fisch. Hab den einen Fisch gefunden, immerhin. Und mein Speer habe ich auch wieder gefunden. Was ist realistisch? Hier, das Wasser und so ist alles sehr schön realistisch. Für die sich da runter, du kannst dich nicht richtig bewegen, weil du dich immer so ein bisschen verschwommen bewegst. Könnte man sagen. Witzig. Ja, finde ich schon. Da ist er. Hatten wir nicht noch irgendwo Stöcker liegen? Stöcker an Mast? Stöcker liegen überall rum, ist ein Wald. Mhm. Wenn du Glück hast, findest du sogar Regen, ist ja ein Regenwald. Ich kriege heute noch aufs Maul, ich sehe schon kommen. Ich kriege heute noch so aufs Maul. Nee. Lieber Gemeinde. Nee. Wow. Sie ist in Green Hell vorhin so, in Grounded vorhin so ausgerastet, dass ich jetzt ganz leise sein will. Ist ja nicht süß. Ich rechne ihr den Versuch hoch an, auch wenn es nicht lange dauern wird. So, Fisch ist drauf. Was brauche ich denn überhaupt noch? Ach herrje, es geht wieder los. Was? Die Kokosnuss, der Kokosnussmangel oder ein Nussmangel. Ich brauche schon wieder Öle. Ölle. Wo zur Ölle sind die Ölle? Ja, ich auch. Mein Wasser? Da ist mein Wasser. Ich will du ja hast nicht. So viele davon. Ja, ich will ja nicht dein Wasser wegtrinken. Ja, dann gibt's Ärger. Siehst du? Deswegen will ich das ja auch nicht. Kann man eigentlich aus den Kokosnussschalen direkt diese Dings bauen? Diese Flaschen? Oder braucht man dazu die heilen Kokosnüsse noch? Ich weiß nicht. Muss ich mal ausprobieren. Kann man ja mal ausprobieren. Nee, die kann man bloß zerstören, die Kokosnussschalen. Also daraus geht's nicht. Aber gut, dann brauchen wir also Kokos. Ich brauche sowieso Kokos. Ach, dann komme ich ja nicht ans Mark. Verflixt. Verflixt und zugenäht. Wir hier brauchen jede Menge Bambusstöcker. Was ist mit dem Trockengestell? Apropos, fällt mir jetzt gerade mal sein. Ja, dann. Meine Güte, was wir alles machen müssen. Ich kann nicht mehr. Nicht mal angefangen mit der Folge und meckert jetzt schon rum. Ich kann nicht mehr. Ich gehe zurück. Wohin? Keine Ahnung. In die Zivilisation? Ach, die wollen wir hier nicht. Das. Ja. Die haben gesehen, dass ich mit dir zusammen bin, seitdem ist es durch. Das Thema ist erledigt. Ja. Er macht einen ganz schön schwer, lieb zu ihm zu sein. Wirklich? Guckt euch die Folge Grounded an, dann wisst ihr, warum ich heute so drauf bin. Nee. Pilz. Pilz ist immer gut. Ein Bills. Mann, jetzt hör mal auf. Komm her hier. Ich habe immer noch Platz im Backfischstock. Das ist ein Ding. Ich bin gleich wieder drüben. Ich will bis gucken, ob wir hier ein paar Nüsse finden vielleicht. Auf die Bordern sind keine Nüsse. Keine Nüsse. Und an die Palmer? Nicht wahr. Alles entnusst hier. Ich glaube, ich muss mal auf die andere Seite lassen. Oh, das guck mal da. Bin ich oder hockt da ein Eingeborener? In dem Baum. Das ist ein Eingeborener, oder bin ich? Ich glaube ja. Der sieht nicht so feindselig aus. Soll ich mir mal angucken? Hm. Mal los angehen. Ich habe ja einen Pika, also ich kann mich angehen. Ja, klar. Kann mich wehren. Mhm. Das Dumme ist nur, ich muss rüberschwimmen dazu, um ihn zu pieken, falls es denn ein Böser ist. Guck erst mal vom Rand. Jetzt sieht man ja was. Man hört es doch schon. Der singt das Schweinchen an. Ich glaube, der hat zwei Schweine. Ob er eins abgibt? Ich glaube nicht. Hey du! Ach Kiek, wenn sie alleine sind, hauen sie ab. Ja, dann rennt er ein Stückchen weg und dann guckt er.
Brauchst gar nicht so gucken, Fräulein. Wie ist das? Vergiftete Pfeile und so ein Scheiß. Sagt, er zieht seine Pfeile. Soll ich ihn töten? Ich würde sagen, versuch mal dein Glück. Echt? Aber ich würde es lassen. Was denn? Eben hast du gesagt, ich soll es versuchen. Kannst du dich mal entscheiden? Wenn du sterben willst, versuch es. Ich gehe. Bevor ich sterbend auf mein Ende sehe. Aua, ich bin unter Wasser. Hoffentlich komme ich noch auf der anderen Seite. Er hockt sich wieder hin. Er ist ein ganz gemütlicher eigentlich. Er wollte bloß seine Pfeile ausprobieren. Dummerweise an mir. Ja, selbst schuld. Nur nicht so Teller setzt. Ich brauche immer noch Nüsse. Nüsse? Ich brauche ein paar Nüsschen. Du bist doch ein taubes Nüsschen. Nein. Es geht schon wieder los. Sie fängt schon wieder an. Und dann wundert sie sich, dass ich mich wehre. Wäre nicht. Warum liegen hier mitten im Dschungel Palmenblätter? Bring die mal mit. Man weiß ja nie, wofür so ein Palmenblatt gut ist. Zum Beispiel, um unsere Hütten endlich mal fertig zu machen. Was war das? Da sind gerade zwei Palmblätter von oben runtergerieselt, einfach so. Okay. Warum machen die sowas? Weil sie es können? Nein, das dürfen sie hier nicht. Hier ist Rieselpalmenverbot. Palmenrieselverbot, so rum. Oh, guck mal, wie süß sie wächst. Ah, Früchte. Ich habe gedacht, die waren schon weg. Wieso hast du gegessen, ne? Nee, ich habe sie aufgesammelt. War mir klar, aber hast nichts gesagt, ne? Ganz heimlich. Die war erst, bevor er es mitbekommt. Ja, so ungefähr. Aber das sind Kohlenhydrate. Ich brauche keine Kohlenhydrate. Apropos. Unbekannte Zwiebel. Ich brauche dieses. Nee, da müssen wir. Wir brauchen die Samen. Wir brauchen die Samen dringend. Gab es denn jetzt? Larven 3. Aus der unbekannten Zwiebel gab es nur 3 Larven? Nein. Doch. Flickst und zugenäht. Ah, da oben ist aber noch ein unbekannter Samen jetzt. Ich muss mich mal hinlegen. Ich falle gleich um. Ich brauche mal einen großen Baum. Einen größeren, dickeren Baum. Was willst du denn machen? Ja, müssen wir mal unseren Leben nicht fertig machen? Trink mal einen Kaffee. Macht euch nichts aus. Trinken Kaffee. Deswegen ist es im Mund. Oh, das tut gut. Das tut gut. So mit dem Regenwald, wenn man total durchnässt ist, ist so ein Kaffee was Tolles. Du bist so fertig mit der Welt. Nein, wir sind lange nicht fertig. Ich habe schon wieder irgendeine Male oder irgendwas. Irgendein komisches Ding. Ach, da liegt noch ein Blatt drauf. Ist das auch noch eins? Ja. Du hast ihn nicht richtig eingebaut hier, deswegen. Warum kann ich das nicht weiterbauen? Ah, jetzt. Ist da noch eins? Nö. Das heißt mir außerdem, ich habe schon wieder nicht weit fertig gebaut. Ach, was oder du richtig gebaut. Du weißt doch, du bist der Staran hat für sowas. Ja. Habe ich eine Egel, der da Blut? Ah, guck. Ah, da ist noch einer. Die Lümmel, die. So, da noch einer. Nö. Ja, ich muss mich ausruhen, schon klar. Oh, die Bienen sind wieder da. Ich werde die mal gleich wieder wegnehmen, bevor da einer reinrennt, versehentlich. Gibt Honig. Könnte es ja nur du sein, der da reinrennt. Danke. Was war das eben? Ich habe gerade irgendwas Komisches aufgenommen. Honigwabbe. Ach, ich habe noch mal den Knochenzügler aufgenommen. Ne, den will ich jetzt erstmal noch nicht haben. So. Honigwabbe, was gibt es dafür? Kohlenhydrate. 10 geistige Gesundheit, die beugen unter nicht. Kann man damit noch irgendwas machen? Herstellen kann man damit was, aber was? Ich habe keine Ahnung. Kann man damit eine Honigwabbe herstellen? Da brauche ich bestimmt wieder ein Blatt für. Oder warte mal, ein Verband vielleicht? Tatsache, ein Honigverband. Also? Ja. Läuft. Ich habe auch keine Ahnung, wogegen der helfen soll oder wofür. Oder wie auch immer. Steht ja auch nichts dabei, ist das Problem. Im Buch steht auch nichts darüber, ne? Honigverband? Ich habe zumindest noch nichts davon gesehen, ne? Seerose, Tabak. Entschuldigt. Unbekannt ist wie Honig. Beruhig, reich an Kohlenhydraten, desinfizierend, Antiseptikum. Hi. Cool.
Da hat die Sepsis keine Chance mehr. Unsere Dächer sind soweit alle fertig bis jetzt. Ja, das ist toll. Wir brauchen trotzdem immer noch Kokosnüsse. Ich geh mal ein Stückchen den Fluss entlang. Aber hier sind ja auch noch Pilze und Nüsse und so. Wildchen und Nüsschen. Wenn immer welche da sind. Wir sind zu viele. Also wir sind einer zu viel, glaube ich. Wir fressen den Urwald. Ja. Ach, wer steht denn da? Wen haben wir denn da? Nein, ich brauche ich doch gar nicht. Das wäre doch mal cool. Will ich doch gar nicht. Toten. Toten? Toten, Toten. Toten? Toten. Die sind jetzt schon bei Toten. Toten. Ach, hier steht ja unser. Ich wundere mich gerade, was hier steht, aber es ist ja unser erstes Haus. Blume. Ist das eine unbekannte Blume? Jawohl, unbekannte Blume, unbekannte Kräuter. Genial. Mhm. Wofür waren die gleich wieder? Unbekannte Blumen? Oder wogegen vielmehr? Gute Frage, nächste Frage. Ja, ja. Ah, zwei Kokos. Ich habe Kokos, zwei Stück. Ich sterbe bestimmt, bevor ich sie habe. Wahrscheinlich. Ich kenne. Wo sind die jetzt hin? Da. Oh, gut. Wo ist meine Axt? Axt, wo bist du? Hallo, Axt. Ich gehe mal schlafen. Aber, meine Axt. Ja, was soll ich machen? Mir sagen, wo meine Axt ist. Eventuell kaputt? Nein, die ist runtergefallen. Ich habe sie gesehen. Sicher? Ja. Gut, dass ich noch Steine habe. Um dir eine neue herzustellen? Ja. Ich sag doch, sie ist kaputt. Nein, die ist nicht kaputt. Sie liegt jetzt irgendwo frierend in der Ecke und wartet auf Rettung. So, mache ich mir eine neue. Bist du keine Kokosnuss ab, weil du so böse warst? Ich möchte gar keine. Was sagst du jetzt? So, wenn, dann hole ich mir erst meine mal eigene. Trinken. Dann will ich mir daraus aber endlich mal so einen verflixten Kokosnussbeutel herstellen. Ah. Na also. Damit ist das Trinken in Zukunft kein Problem mehr. Okay, aber. Oh, guck mal da. Ach, was ist das? Back. Meine Axt hängt mit der Kokosnuss. Moment. Mal das runtergeworfen kriegt? Mal sehen. Sieht nicht so aus. Genau, werf die nächste Axt da hoch und kriegst sie nicht wieder. Aber. Ja, nichts, aber. Ach, die Kokosnuss habe ich. Aber deine Axt nicht. Die brauche ich ja nicht. Ich habe eine neue. Krabbe. Ja, die neue ist viel schöner als die alte. Eben habe ich die alte. Eben habe ich die alte noch vermisst. Ah, Krabbe. Nee, Languste. Der ist doch wieder, also nicht mal unterstützt zwischen Langusten und Krabben, kennst du. Ey, kennst du ihn? Nö. Doch, Langusten haben, glaube ich, die längeren Fühler vorne. Oh, endlich fett, ey. Und fällt mir ja voll vom Glauben ab. Lebensmittelvergiftung. Scheibengläser. So viel dazu. Was die Languste, Rosenblätter. Hast du die Languste ruhig essen, oder was? Hast du jetzt nicht gemacht. Oh Mann. Ich brauche Seerosen. Ich denke, du brauchst Seerosenblätter. Also Blüten. Ich habe zwei dabei. Schön. Hm. Könnte ich ihn. Aber du hast doch so viele gehabt. Habe aber keine mehr. Es ist dunkel. Ich muss nach Hause kommen. Falls ich überhaupt noch nach Hause finde. Ist ja nicht so weit. Da keine Schlange auf dem Boden ist. Oh, schau ab, ich sehe dich. Die sieht man komischerweise immer, ne? Diese roten oder blauen Dinger. Hör auf, ich kenne. Das ist doch ein Schweinchen, wa? Da, ich sehe es blitzen. Ah, die ins Wasser fallen. Gut, Egel. Du alles hast. Du dir alles leisten kannst. Ja, schlimm, ne? Schlimm. Aber ich muss auch pennen. Ew. Was ist Ohr? Blutegel. Ach so. So, wie sieht es mit dem Feuer aus? Oh, das sieht noch ganz gut aus. Komm, lass pennen. Darf ich mir erstmal eine Blutegel entfernen? Weiß nicht. Wäre das? Das wäre sehr nett von du. Wozu bringt das was? Essen. Was hat man davon? Essen? Nein, oh. Was machen unsere Palmen? Nicht die Blut. Oh, die wächst ja wie Unkraut. Das war Banane, oder? Ja. Yeah. Wir müssen jetzt die anderen Dinger mal fertig machen, mal sehen, was da rauskommt. Warum gehst du so langsam? Weil ich beladen bin. Ich bin voll. Womit bist du beladen?
Womit kann man denn so beladen sein? Ich will auch noch einen Kohlenhydrat-Dieb. Da sind auch noch welche. So früh erwachsen sind. Dann können wir nämlich gleich nochmal, ich nehme gleich nochmal zwei Bananen auseinander. Dann haben wir nochmal. Ich bin voll. Ich denke mal, wir bauen erstmal Bananen an, oder? Wenn wir durch, ja, aber. Das ist zwar immer noch dunkel, das tut uns leid. Aber es regnet außerdem. Ja, gut, so dunkel, ganz so dunkel ist es jetzt nicht. Also doch, also ich finde schon, das dunkel. Dunkel. Es wird echt Zeit für die Lehmhütten. Also für den Lehmbewurf oder was auch immer da rauskommt. Oh, sieht das gut aus. Die ist bald groß und erwachsen. Dann haben wir drei Bananenpalmen. Ich glaube, die reichen erstmal. Wir haben hier zwei natürliche, die sowieso da stehen. Mhm. Dann würde ich sagen, bei den anderen machen wir andere Sachen rein. Ich habe ja noch ein paar andere unbekannte Samen und ich habe hier die unbekannte Frucht. Die könnte man doch vielleicht auch mal, ich sammle die mal sehen, ob ich Samen rauskriege. Unbekannter Samen, jawohl. Sehr schön. Pilze kann man nicht. Ne? Nee. Oh, ich habe noch zwei Apfelschnecken. Zu spät. Alter Feuerplatzbesetzer. Vor allem, weil der eine Fisch da einfach nicht mehr weggeht, dem Einstein. Okay. Heißt was? Wir können den Stein nicht mehr benutzen, oder? Ja. Ach, der da, ja, ich sehe es. Ja. Obwohl, ja, nicht so lustig. Nee. Wie hast du denn das schon wieder hingekriegt? Ich? Na, mein Fisch ist das nicht. Du hast den Fisch aus dem Kescher geholt und hast ihn da hingepackt, mein Fräuleinchen. Gar nicht. Und wir wissen, wir haben den Videobeweis. Wir haben den Videobeweis für sie. Nein. Ja, was machen wir mit dem? Das ist ja blöd. Wir brauchen den. Auf die Idee kam ich auch schon. Und? Hat nichts gemacht? Ja, das liegt daran, dass du dein Zeug immer so lange liegen lässt. Apropos, liegen lassen. Trockengestelle, zwei Stück brauchen wir. Ich zeichne mal eben an. Wiegt sie mich gerade schon wieder? Nee, nicht dich. Irgendwas. Ey, ist das Feuer ausgegangen? Jetzt hat sie das Feuer kaputt geschlagen. Ich werde jetzt nichts zu sagen. Heb mal den ganzen Mist hier auf. Ganz ruhig werde ich jetzt bleiben. Heb mal bitte den ganzen Mist da auf. Ich kann nichts aufheben. Ich bin gerade sehr beschäftigt mit wichtigen Sachen. Ich bin beschäftigt damit. Ich will wegen dir ein neues Feuer dahin stellen. Ich bin beschäftigt damit, nicht dahin zu gucken, was du da für einen Tower veranstaltest. So. So sieht's aus, Klaus. Ich als Ausrede benutzen. Dafür, dass sie wieder ihren Zerstörungswahn durchsetzen konnte. Erst zerstörte Dächer, jetzt zerstörte Feuer. Irgendwie geht hier alles den Bach runter. Oh, guckt euch das an. Hätte ich nie gedacht, dass das gerade ist, aber es ist gerade. Brauchst du Stöcker? Ich habe keine mehr. Ich habe vorhin alles reingepackt. Da liegt dann so viel außen rum. Das kann ich aber nicht aufheben. Ja, ich bin ja schon dabei. Ich helfe ja schon, mein Gott. Es geht. Was ist mit den Steinen? Die hast du schon hochgehoben. Und ich vermute mal, man kann nichts hinstellen, bevor... Ich habe keine Stöcker mehr. Aber jetzt können wir die Steine da drauf packen schon, oder? Nee, erst müssen die Stöcker fertig sein. Ne? Ja. Das ist ja mühselig. Gut, dann werden wir ein paar Stöcker suchen. Welche Stöcker sind das? Das sind die normalen Stöcker, ne? Die etwas dickeren sind das. Lass mich das mal wieder demontieren. Wie schon wieder demontieren? Hast du doch gerade erst demontiert. Ja, aber ich kann die Stöcker wenigstens aufheben. Schön stehen bleiben. Jawohl. Hat mich nicht gesehen im Halbschattel. Halbschatten. Halbschattel. Halbschattel, ja. Halbschattel hat es mich auch nicht gesehen. Wo hält's? Dafür habe ich aber wieder jede Menge keinen Platz mehr im Rucksack. Verdammt, es liegt jetzt hier alles. Knochen, jede Menge Knochen liegen hier rum. Ja, wo hören denn die hin? Warte mal. Die kommen doch hier immer rein. Ne? Und wer braucht denn so viele Kokosnussschalen? Ich doch nicht. Wohl! Nein. Natürlich. Warum kann ich denn die nicht zerstören? Achso, muss ich erst bestätigen. Stimmt, da war ja was. Zerstören, bestätigen. Zerstören, bestätigen. Was ist das? Unbekannte Kräuter. Die wollen wir nicht zerstören. Kann man die... Sammeln kann man die? Oder dann sammle ich die mal ganz kurz. Vielleicht haben wir ja Glück, dass wir da... Was mir im Rucksack? Was? Da kommen Fasern raus? Wie langweilig ist das denn? Ich dachte, da kommt irgendwas Wichtiges vielleicht raus. Muss ich erstmal Bananenblätter hochheben, damit ich an das Zeug rankomme. So,
Da ist ein Knochen, der wird ja jetzt wohl reinpassen. Der passt jetzt auch rein. Ist noch was runtergefallen? Ah. Da kriegt man echt nur Fasern raus. Das ist ja was. Traurig. Ich habe gerade die unbekannten Kräuter zeitig, weil ich dachte, da kommt vielleicht, vielleicht hat man Glück, dass man Samen rausbekommt. Wobei ja. Ich gar nicht weiß, vielleicht ist ja auch Samen unbekannte Blume getrocknet. Okay. Unbekannte Samen, also ich habe mehrfach unbekannte Samen. Ich weiß aber nicht, welcher Samen welcher ist, weshalb es wahrscheinlich auch unbekannter Samen heißt. Könnte man meinen. Wir brauchen Kisten, immer noch. Ja, ich muss den Lehmmischer immer noch fertigstellen. Wir stellen jetzt zusammen gleich einen Lehmmischer fertig. Wenn ich dann mal irgendwann ankomme da unten wieder. Ich habe mich auch echt Rückenprobleme schon. Und ich muss mich ganz dringend waschen. Ist das Feuer schon fertig gebaut? Nee. Nein. Mit ja, den deswegen, Stöcker. Ja, nee, deswegen bin ich ja gerade auf dem Weg. Also ich komme jetzt mit Stöckern. Mit Stucken. Zwei Lehmmischer hat sie da unten hingebaut. Mit ein bisschen Abstand zu den Fischfallen, oder? Das ist schön. Ja, das ist das Schöne an dem Spiel. Man hat eigentlich grundsätzlich irgendwie was zu tun. Wie jetzt? Ich habe schon wieder keine Stöcker mehr. Ich habe doch jede Menge Stöcker gesammelt gerade. Ja, aber anscheinend nicht die dicken Stöcker. Ja doch, die hatte ich auch gesammelt, aber die sind schon wieder alle. Ich muss hier auch mal ein bisschen was auslagern. Wo lagere ich mir das am besten hin? Hier unter. Ja, ich lege das hier unter. Das findet man ja glücklicherweise wieder. Oh, ich, das, muss ja, ich bin durstig. Ja, unbekannte ja. Frucht verdorben, na toll. Sammeln, kriegt man da Samen raus? Nee, aber Larven. Naja, besser als nichts. Ich schmeiß mal die Knochen hier alle raus. Mhm. Ich weiß noch nicht genau. Ich glaube, da kann man noch mehr mitmachen als nur Knochennadeln und Speer oder so. Aber die sind halt schwer wie Sau. Habe ich zumindest das Gefühl. Hier liegt ein Seil rum. Bambus. Jede Menge Bambus. Ich lasse mal wachsen. Geistige Gesundheit minus. Ach so, ich bin dreckig. Habe ich ganz vergessen, mich zu waschen. Und was darf ich nicht machen? Ich darf nicht trinken. Genau. Oh, hier sind drei Fische drin. In der großen. Ja, natürlich. Ja, so natürlich ist das ja nicht. So doch, oft, ist eine große Falle. So oft wie du da rangehst und draußen nascht. Was habe ich denn schon wieder? Ich habe schon wieder irgendwas. Oh, wo kommt ihr denn alle her? Ich war doch überhaupt nicht im Wasser. Ja doch, natürlich warst du gerade mit deinen Armen im Wasser. Ach, jetzt ist aber beim Waschen werden die saugen die sich doch nicht leer an. Siehst du doch. Ach, du spinnst doch. Können doch nicht alle so sein. Aber jede Menge Schnecken. Was bist denn du? Was bist denn du? Es rennt weg. Es stand gerade an unserem Trockengestell. Ich brauche Feuer. Damit ich das Fleisch durch... Oder noch besser wäre das Trockengestell, siehst du genau. Das wäre toll. Was braucht man dafür? Lange Stocke. Ja, dann komm mal weiter hierher, weil dann haue ich nämlich hier noch ein paar Bäumchen um, dann haben wir auch gleich wieder kleine Stöcke. Und noch zwei große Steine. Große Steine? Ja, am Fluss habe ich noch welche gesehen. Dann ist das Feuer fertig. Direkt vorne am Fluss habe ich noch welche gesehen. Da so. Ist eins. Du komm mal her hier. Du, ja. Du, also. Hä? Wo sind die ganzen anderen jetzt hin? Doch, jetzt mit mir. Da. Nee, das muss ein Stock. Moment. Das muss ich jetzt mal überprüfen. Das muss ich jetzt mal übel prüfen. Da ist noch ein Stock. Da ist noch ein Stock. Würde ich das sagen? Müssen mehr Stöcke rausgekommen sein. Ach nein! Was denn? Überladen. Mhm. Aber wenn, dann mache ich es richtig. So. Aber jetzt habe ich den einmal zu viel. Mache ich noch ein Feuer? Dann ist unser Lagerfeuer wieder da. Weiß nicht, ob ich das schaffe, mit den Latten dahin zu kommen. Pennst du schon wieder? Nee. Sah so aus, als ob du dich hingelegt hättest. Ach, das ist alles nicht so einfach. Aber wir geben unser Bestes, um euch zu zeigen, was man alles so bauen kann hier. Nee, ich muss schlafen. Ich kann mir jetzt kein Feuer erstellen. Was ja, will. Ja, ich mach gleich. Ich glaube, ich habe noch genug Energie. Ist gerade so, aber es müsste funktionieren. Sofern ich meine Latten mal irgendwann loswerde. Ich will jetzt nichts hören. Gar nichts. Eins, zwei, drei. Ach, war flix und zugenäht. So, Feuer machen, hast du mal gesagt. Ja, ich mache jetzt noch das Feuer.
Ich denke, ich soll das Feuer machen. Nein, ich mache jetzt das Feuer. Dann brauche ich keine Energie dafür verschwenden. Richtig. Verflixt, lass mich mal erst durch hier, nicht, dass du mir den Hintern anzündest. Ich mache das Feuer und sage damit dann auch auf jeden Fall schon mal, wir sehen uns in der nächsten Folge. Wir hoffen, das hat euch gefallen. Da dein Feuer brennt. Das ist schön. Und ich stehe in Flammen. Was ist denn das hier? Unbekannte Krass. Wurzel. Ach, ich habe noch Teile von der unbekannten Wurzel. Ach so. Das kann man nur damit machen. Ja, genau. Wir machen jetzt für diese Folge Schluss. Ich bin doch total verwundert, woher das ganze Gewicht bei mir kommt. Während das Zicklein sich darüber amüsiert, dass ich alles voll habe mit Fleisch und dergleichen. Das werde ich jetzt mal auf den Grill packen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. In der nächsten Folge, genau. Und bis dahin, macht's gut, habt viel Spaß. Ciao.